Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuber wieder am Start und herzlich willkommen zur finalen Woche von 7 Jahre Mario Maker Celebration. Ja, es ist soweit, die finale Woche ist angebrochen, doch wir haben noch ein Level aus der 5. Woche. Let's go, wir beginnen mit dem Level von Red Ripper Steam Surfing Steelworks und wir dürfen nicht in die Verbrennungsanlage fallen. Okay, dann schauen wir einfach mal. Ja, tatsächlich, die letzte Woche beginnt heute schon, sehr wahrscheinlich. Und jo, ursprünglich waren ja noch zwei weitere Wochen geplant. Allerdings wurde sich halt jetzt entschieden, das auf eine finale Woche quasi, ja, in Anführungsstrichen zu kürzen. Ist aber auch sinnvoller, als wenn man da jetzt noch irgendwie auf Krampf irgendwie nach Leveln sucht. Lieber ein würdiger Abschluss als, ja, als andersrum, ne? Und genießen wir entsprechend die letzten Level. Und ich sollte hier mit dem Steuerkreuz arbeiten, das mache ich normalerweise immer. Oh yeah! Yo, 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 yo. Da haben wir eine Münze verpasst. Aber egal, wir schauen mal. Wir schauen mal weiter, wir schauen mal weiter, wir schauen mal weiter. Aber eigentlich würde ich die Münze schon direkt mitnehmen. Und natürlich ist ein Checkpoint. Ja, ich komme nochmal her. Okay, dann bin ich wieder. Das ist, by the way, ein Autoscroller. Präzision auch. Und 3 von 4 Sterne, also nicht einfach. Aber wir sind schon beim ersten Checkpoint. Das ist cool. Pilz, den hätte ich schon ganz gerne, muss ich sagen. Oh, der Pilz ist auch nicht so leicht zu bekommen. Das ist ja eklig. Kann ich hier rein? Oh, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, da kommt nur Feuer raus. Jawohl. Ja, ich werde wahrscheinlich irgendeine Münze sowieso verpassen. Da mache ich mir nichts vor. Bestimmt muss ich auch irgendwann mal groß bleiben oder so. Ja, zum Beispiel für hier oben. Aber eventuell ist da gar keine Red Coin. Vielleicht nicht. Aber da wir jetzt schon im letzten Abschnitt sind, what the fuck. habe ich, glaube ich, mehr verpasst. Definitiv. Oder da oben war halt noch irgendwas ziemlich krasses. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir das Level abschließen. Kann ich den Pilz nehmen? Ja. Ja, wahrscheinlich war da oben noch mindestens eine Münze. Jawohl. Vielleicht sogar ein ganz großer Abschnitt mit ganz vielen Münzen. Ich versuche jetzt hier mal das Power-Up zu behalten, aber wenn man natürlich nicht genau weiß, was hier abgeht, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ist hier was? Hier bewegt sich was. Nein, ich wollte da eigentlich noch nicht rein. Ah gut, den Ballon gibt's definitiv mit den roten Münzen. Hier haben wir noch eine rote Münze. Uiuiui. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Daumenhochgeber wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Und oh, da wurde ich jetzt richtig getrollt. Und vielleicht habe ich doch alle Münzen. Okay, da bin ich wieder. Groß diesmal sogar. Deswegen kriege ich hier eine Feuerblume. Alles klar. Autsch. Vielleicht brauche ich ja die Feuerblume für irgendeinen Ultra-Bonus. Mal gucken. Weil ich das bisher nicht so den Eindruck macht. Oh, hier hoch muss ich, hier hoch muss ich. Mario, geh hier hoch. Oh, das beschleunigt jetzt 100 Pro. Das beschleunigt 100 Pro gleich. Oh, das sieht gut aus. Komm, die letzte Münze ist vor der Schlüsseltür. Komm, komm. Ja, nice. MC, 7 Jahre Mario Maker Celebrations. Sehr, 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 sehr gut. Kann ich hier irgendwo rein? Ich glaube nicht. Ich kann theoretisch nochmal zurück. Ich gehe auch nochmal zurück. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Das wäre traurig, aber hier habe ich nichts verpasst, ne? Ich denke nicht, ne? Nö. Ich hoffe es zumindest. Und dann gehen wir rauf ins Ziel. Und das war ein cooles Level. Und jetzt will ich einen schönen Ballon sehen. Ich will einen Ballon. Oh, okay. Die Extra-Münzen gibt es nur, wenn man immer groß ist. Okay. Ja, das ist ziemlich fair eigentlich. Weil ich habe jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass mindestens eine rote Münze, dass ich eine nur erreiche, wenn ich groß bin. Aber nö, das war gar nicht so. Ist hier was? Ja, ein Leben. Gut. Schauen wir mal. Okay. Da haben wir unseren Ballon. Ja. Nein, Ballon mit einer schönen 7. Ist hier noch mehr? Ist hier noch mehr? Man weiß nie bei solchen Geheimräumen. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier nicht noch mehr ist. Nee. Ich
Ich glaube nicht. Okay, perfekt. Sehr cool. Und dann gehen wir ins Ziel und schauen uns jetzt das erste Level von der finalen Woche an. Bis gleich. Okay, es geht weiter. Es geht um Schuhe in dem Level von Magatoro. Eternal Boot. Ich bin sehr gespannt. 4 von 4 Sternen, Schwierigkeitsgrad. Und ja, vielleicht hätte ich mir für dieses Video ein einfacheres Level noch aussuchen sollen. Aber mal gucken, was hier jetzt so abgeht. Okay, ich kann hier immer so jonglieren quasi. Mehr oder weniger. Ich hätte da nochmal reingehen können. Ich verstehe. Coole Mechanik. So. Ich weiß halt nicht, wie ich hier mit umgehen soll. So, jetzt kommt hier wieder ein Schuh. Kommt hier auch wieder der Schuh? Ja, aber ich muss direkt wieder hochspringen. Ah, der erste Schuh verschwindet dann schon. Okay, ich versuche jetzt einfach mal gerade rauszuspringen. Die Münze hätte ich schon gerne. Ich komme da nicht hin. Oh mein Gott, ganz, ganz knapp. Oha. Ja, generell, sehr, sehr viele Level sind hier sehr schwierig. Und natürlich auch das Level. Ich hätte den Schuh nach vorne schmeißen müssen. Und dann haben wir schon den ersten Abschnitt geschafft. Cool. So, ich kann hier mal rausspringen. Okay. Gut. Ja, es ist aber nicht einfach. Gut, neue Mechaniken sind immer nicht einfach. So, ich kann hier rausspringen. Der Schuh kommt, denke ich, überall wieder hoch. Ja, okay. So, ich glaube, ich muss immer auf die Kanone auch springen. Damit der Schuh oben bleibt. Ja. Okay. So, ja. Okay, ich glaube, so langsam habe ich es, glaube ich, raus. Nein, komm doch hoch. Nein. Oh Mann, so knapp. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin klein, aber ich hab's geschafft. Okay, gut. Anscheinend ist es nicht ganz so wichtig, der Frosch auch zu sein. Wie soll ich jetzt an die Münze da kommen? Okay, das wird interessant. Ich muss da, denke ich, wieder alles kombinieren. Aber das ist schwierig. Ich muss ja den Schuh nach vorne bringen. Oh mein Gott. Ja, ich kann die Ranken nutzen, so ein bisschen. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ja, 4 von 4, ne? Oh, und ich will ja auch die Münze noch haben. Boah, die ist schon echt schwer. Okay, neuer Versuch. Die Kanone geht dahin, okay. Jau. Das sollte nicht passieren. Oh! Ich glaube, das ist klug. Rein mit dir. In den Schuh. Hier drauf. Und dann so. Mehr oder weniger. Eieiei, das ist schwierig. Okay. So, hoch mit dir. Perfekt. Hier drauf nochmal. Jawohl. Und dann hier so hin. Jetzt habe ich halt den Schuh nicht mehr. Oh doch. So, wie komme ich jetzt dahin? Oh mein Gott. Hätte ich da bleiben können? Ah, ich überlege mir, die Münzen nicht zu holen. Sondern hier einfach das Secret am Ende zu schneiden. reinzuschneiden. So, ich will die Münze zumindest einmal gesammelt haben. Aber... Halt dich doch fest! Oh mein Gott! Okay. Ich komme hier nicht weg. Warte, später springen. So, sehr gut. Ich will die Münze zumindest einmal gesammelt haben, auch wenn ich gleich im nächsten Screen wahrscheinlich instant wieder sterbe. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss da entweder lang genug warten oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder halt direkt zur Ranke zurück.
Ah gut, wir haben sie gesammelt. Ich denke, ich gehe einfach in den nächsten Raum mal. Genau. So. Ja, die Münze lasse ich mal Münze sein. Das passt schon, denke ich. Wir werden jetzt sowieso gleich sterben. Ja. Oder auch nicht. Boah, dieses Feuer. Oh, ich brauche das Feuer für die Münzen. Das ist ein bisschen doof mit den Pflanzen hier. So, kann ich da jetzt hin oder nicht? Ich glaube, da kann ich nicht hin. Ja, nee, die Münzen sind... Die sind nochmal... Nochmal mehr hart. Warum kriege ich jetzt hier eine Münze geschenkt? Das verstehe ich nicht. Aber okay. Ich sag nicht nein. Was hier? Oh, ist jetzt der Schalter aktiviert, sodass ich in die Tür muss? Nee. Okay, das wundert mich. Oh, ist das dann wahrscheinlich eine Reset-Tür, oder? Ich denke mal schon. Und ich weiß jetzt nicht, wann ich in den Schuh springen muss. Das war wahrscheinlich zu spät. Ich muss, glaube ich, direkt rein. So, jetzt gehen wir direkt rein. Und wir müssen hier hoch. Oh mein Gott. Der Schuh kommt mit. Der Schuh kommt mit. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Oh Gott. Ich fühle mich hier echt unwohl. Frosch Mario. Fühlt sich unwohl. Okay. Da ist die Münze. Krieg ich die gratis dazu? Oh, ich hätte einfach rausspringen sollen. Verdammt. Ich verstehe noch nicht, was mir das bringt, als Frosch Mario da das zu machen. Bin ich in der Luft ein bisschen beweglicher vielleicht? Okay. So, ich halte mich jetzt mal hier. Sehr gut. Haben wir die Münze zumindest mal eingesammelt. War das auch die letzte Münze? Der Weltrekord ist 2 Minuten 40. Ich denke nicht, dass das bisher 2 Minuten 40 waren. Ich denke mal nicht. Aber anscheinend schon. Ja gut, vielleicht ist der Weltrekord auch noch zu haben, wenn man das Level ohne Tod schafft. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich werde euch das Secret reinschneiden. Und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr fürs Zusehen. Danke für Daumen hoch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Blöx2. Und ciao.